Es ist wieder ein besonderes Erlebnis, an dem jeder Bürger teilhaben kann. Das Dreikönigstreffen der Freien Wähler. Diesmal in Degernbach im niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen. Viele Themen beschäftigen die Menschen derzeit auch vor Ort. Im Superwahljahr 2013 wollen die Freien Wähler ein wichtiges politisches Zeichen setzen. Allen voran der Landes- und Bundesvorsitzende. Wo wollen wir hin? Und ich sage, wenn wir diesen vollen Saal sehen, dann glaube ich, wissen alle anderen, wo wir hin wollen. Wir wollen 2013 an die Regierung. Unter einer Regierung stellt sich Hubert Aiwanger etwas ganz anderes vor als das, was sich aktuell auf Landes- und auch Bundesebene präsentiert. Seit Tagen hört man nichts anderes mehr in den Medien, als wenn das Röslein jetzt dann vom Brüderchen beerbt wird, wenn das Schwesterchen schon abgesägt ist. Meine Damen und Herren, wenn eine FDP sich nur noch auf dieser politischen Ebene mit sich selber beschäftigt, wer hier der schönere Boygroup-Mensch ist oder sonst was. Meine Damen und Herren, Bayern und Deutschland haben andere Probleme als diese Personaldebatten. Und genauso hat Bayern und Deutschland andere Probleme, als sich vom Ministerpräsidenten jeden Tag seine Eskapaden anhören zu müssen. Ich muss sagen, sowas ist reif für eine politische Komödie, was dieser Ministerpräsident abliefert. Aber das ist keine Regierungsarbeit mehr. Die Freien Wähler starten geschlossen, kämpferisch und sehr optimistisch ins neue Jahr. Sie haben sich klar positioniert. Freie Wirtschaft im Mittelstand, Freiberuflichkeit bei der Ärzteschaft, Stärkung der freien Berufe, Stärkung des Wettbewerbs, jawohl. Aber bei den großen Themen der öffentlichen Daseinsvorsorge, da ist mir noch wohler, wenn die Politik die Hand drauf hat, als ein holländischer, ein indischer oder ein saudi-arabischer Investor, meine Damen und Herren, der sagt Nein zur Privatisierung von Bahn, von Trinkwasser und sonstigen Dingen, die dringend nötig sind. Auch die bayerischen Sparkassen will Aiwanger schützen, und zwar vor Eingriffen aus Brüssel. Der Draghi, früher Vizepräsident bei Goldman Sachs, heute Chef der Europäischen Zentralbank, der soll oberster Aufseher unserer Sparkassen werden, meine Damen und Herren. Der Franz Josef Strauß hätte früher gesagt, das ist wie wenn du einen Hund auf einen Wurstvorrat aufpassen lässt. Dasselbe sage ich heute an dieser Stelle, diese Leute kann man dort nicht hinlassen. Sehr wichtig ist den Freien Wählern auch das Thema Bildung. Statt Hochqualifizierte aus Euro-Krisenländern wie Griechenland zu holen, sollten junge Menschen hierzulande gefördert werden. Das gelte erst recht für das Hochtechnologieland Bayern. Kostenfreiere Meisterausbildung und genauso Nein zu den Studiengebühren, damit die bayerischen Studenten nicht die Letzten sind, die in Deutschland Studiengebühren bezahlen, über den Länderfinanzausgleich Bremen und Berlin mitfinanzieren und zu Hause nur Studiengebühren zahlen müssen, deshalb selber nicht studieren können und dann morgen der von dort vielleicht der Chefarzt ist oder der Schulleiter, weil der das Abitur hat und der unsere hat sich bezahlt, aber kommt nicht dorthin. Das muss man so sehen. Die politische Stimme der Freien Wähler auf Bundesebene kommt aus dem Rheinland. Stefan Wehrhahn will sich in Berlin für mehr Bürgernähe und solide Finanzen stark machen. Er ist der designierte Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Entbürokratisierung. Meine Damen und Herren, diese Grundwerte, die elementaren, menschlichen, soliden, finanziellen Grundwerte, alle die Freien Wähler praktizieren in den Kommunen und in den kleinen Lebenskreisen vor Ort, genau diese Qualitäten, die müssen wir auch in der Bundespolitik und in der Europapolitik zur Geltung bringen. Und deswegen, meine Damen und Herren, brauchen wir viele Freie Wähler im Deutschen Bundestag. Der Enkel des ersten deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer hat erst vor kurzem die CDU verlassen. Er fordert ein Ende der Verschuldungspolitik in Europa. Wenn Sie einen Schwiegersohn hätten beispielsweise, der würde nach Hause kommen und der würde Ihnen erklären, ja, er verdient 2.800 Euro im Monat, aber er gibt 3.800 oder 3.500 Euro aus. Was würden Sie da sagen? Das ist ein unzuverlässiger Geselle. Den sollte meine Tochter besser nicht heiraten. So, und das sind die ganz normalen bürgerlichen Werte, meine Damen und Herren. Aber diese bürgerlichen Werte
die gelten merkwürdigerweise nicht für die Staaten. Ja, ein Griechenland verschuldet sich, ein Zypern verschuldet sich. Warum machen die das? Ja, die wissen ja, es gibt einen ESM, es gibt einen Rettungsschirm. Statt leichtfertig mit Milliardensummen zu hantieren, sollte laut Wehrhahn und Aiwanger wieder gesunder Menschenverstand bei Entscheidungen einkehren. Daher keine teuren Donaustaustufen, keine dritte Startbahn, sondern Stärkung der bäuerlichen Landwirtschaft, Breitbandausbau und flächendeckende Haus- und Facharztversorgung. Das ist gute Politik, das ist Qualität, das ist Zukunftsfähigkeit, das ist Verantwortung. Ich danke Ihnen, gutes neues Jahr 2013 und viel Erfolg, damit wir gesund und munter unsere Ziele erreichen. Kommen Sie gut nach Hause, Dankeschön.